mich hat das so gefreut, was für Leute man hier so trifft. Also das war ein Wochenende, da war man noch nervös. Und dann das dritte, vierte Wochenende, da hatte man dann irgendwie so das Gefühl, oh, die Leute kenne ich jetzt, das passt irgendwie so gut von dem Umfeld. Man hat auch im Sanitätsdienst so ein bisschen die Chance, mit Leuten zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Man hat das Gefühl, wenn man hierher kommt, man wird direkt aufgenommen. Die Leute sind nett, man kann sich mit jedem unterhalten. Jedem wird weitergeholfen, wenn er fragt. Das Deutsche Rote Kreuz ist für alle was, und zwar einfach aus dem Grund, weil wir auch das Jugendrotkreuz haben. Im Jugendrotkreuz gibt es mehrere Stufen. Das heißt, man kommt dann auch immer in eine höhere Stufe, je älter man wird. Und bis 27 Jahre kann man auch gerne im Jugendrotkreuz bleiben. Ehrenamt lässt mich nicht kalt.